Haben Sie sich schon einmal die Frage gestellt, ob Sie lieber ewiges Leben oder unbegrenzten Wohlstand wählen würden? Stellen Sie sich vor, beides könnte in Reichweite sein. Heute widmen wir uns einem Thema, das sogar für die moderne Wissenschaft eine Herausforderung darstellt. Unser Blick richtet sich auf Ägypten, einen Ort tief geprägt durch das Studium heiliger Weisheiten von mystischen Gestalten wie Jesus, König Salomo und Tod. Wir befassen uns mit den Smaragdtafeln, kompakten und hermetischen Relikten, bekannt dafür, das Geheimnis der Prima Materia und deren Verwandlung zu bergen. Es heißt, wer diese Tafeln besitzt, genießt Tods Segen. Noch verblüffender ist die Sage, dass das Lesen dieser Tafeln mit offenem Verstand und wachen Augen das Wissen eines Menschen um ein Vielfaches steigern kann. Bleiben Sie also bis zum Ende dieses Videos dabei, mein unsterblicher Freund, denn die bevorstehenden Enthüllungen könnten bahnbrechend sein. Weiterhin erörtern wir Tod, den Herrscher von Atlantis und ägyptischen Gott der Magie. Tod, der über eine alte Zivilisation für rund 16.000 Jahre herrschte, kannte den Tod nie. Seine geheimnisvollen Schriften und Botschaften sind in alten Texten verschlüsselt, die auch heute noch schwer zu entziffern sind. Was die große Pyramide von Gizeh betrifft, so behauptet die gängige Erzählung, sie sei um 2500 Volts, kürzlich zu Ehren des Pharaos Cheops erbaut worden. Doch archäologische und schriftliche Belege legen nahe, dass ihre Ursprünge weit älter sind. Entgegen der verbreiteten Ansicht dienten die ägyptischen Pyramiden nie als Gräber. Und ihre Errichtung reicht weit über Cheops hinaus. Der Legende nach war Tod, der Erfinder der Schrift und Schöpfer der Sprachen, sowie Berater und Dolmetscher der Götter, der eigentliche Erbauer der Pyramiden. Er soll sein monumentales Projekt bereits vor etwa 36.000 Jahren begonnen und als Priester sowie König über die Ägypter 16.000 Jahre geherrscht haben. Tod, dessen Name Denken und Zeit bedeutet, bleibt eine faszinierende und rätselhafte Figur, die Gelehrte und Liebhaber alter Kulturen bis heute fesselt. Er ist der Schöpfer unserer Wirklichkeit, der Gestalter unserer dualen Existenz aus Nullen und Einsen. Als die Zeit kam, Ägypten zu verlassen, errichtete er die große Pyramide am Portal zu den großartigen Hallen von Amenti, wie es auf den Smaragdtafeln verzeichnet ist. Er ernannte die Auserwählten seines Volkes zu Hütern, die später zu Priestern wurden und ihn als den Gott der Weisheit anbeteten. In der großen Pyramide befinden sich insgesamt 10 Tafeln, die in 3 Abschnitte gegliedert sind. Die letzten beiden Teile sind so tiefgründig und von solcher Bedeutung, dass ihre Veröffentlichung an die Öffentlichkeit untersagt ist. Sie bergen Geheimnisse, die nur denjenigen offenbart werden, die sich dem Streben nach Weisheit widmen. Die Tafeln, hergestellt aus einem unzerstörbaren smaragdgrünen Material und einer speziellen alchemistischen Mischung, trotzen den physikalischen Gesetzen der Ionisation und sind graviert mit den uralten Schriftzeichen Atlantias. Diese Schrift, die hohe Vibrationsfrequenzen aussendet, lässt die Buchstaben zu Formen von Gedanken, Energie und Information werden, die direkt ins Bewusstsein des Lesers eindringen, unabhängig von dessen Überzeugungen. Es heißt, ich habe einmal mit dem Bewohner gesprochen, Ian, über das Mysterium von Zeit und Raum befragt und gefragt, »O Meister, was ist Zeit?« Darauf antwortete er mir, »O Tod, am Anfang gab es nur die Leere und das Nichts, einen zeitlosen Raum, ein Vakuum der Zeit, und aus diesem Nichts entstand ein zielgerichteter Gedanke, allgegenwärtig, der das Vakuum erfüllte. Es gab keine Materie, nur eine Kraft, eine Bewegung, ein Wirbel zielgerichteten Denkens, der das Vakuum erfüllte. Wisst, das Fleisch ist vergänglich. Das, was Menschen großartig finden, bedeutet nichts für uns. Das, was wir suchen, gehört nicht dem Körper, sondern dem vollendeten Zustand der Seele. Wenn ihr als Menschen lernt, dass am Ende nichts zählt außer dem Fortschritt der Seele, dann werdet ihr wahrhaft frei sein, von allen Fesseln frei in Einklang mit dem Gesetz zu arbeiten. Die Smaragdtafeln prophezeien Tods Rückkehr in Fleisch, ähnlich wie die Bibel die Rückkehr Jesu vorhersagt. Wenn seine Zeit gekommen ist, wird er, da er unsterblich ist, seine Essenz in besonderer Weise in die menschlichen Körper übertragen, wie es die Schriften beschreiben. So wurde er zu Hermes Trismegistos, dem Begründer des Hermetismus, der in seiner aktuellen Reinkarnation erneut Weisheiten durch die Smaragdtafeln offenbart, allerdings in einer angepassten und vereinfachten Form. Es wurde gesagt, das, was unten ist, ist wie das, was oben ist,
und das, was oben ist, ist wie das, was unten ist, um das Wunder einer einzigen Sache zu vollbringen. Und alle Dinge wurden und entstanden aus einer Sache durch die Vermittlung einer. So wurden alle Dinge aus dieser Sache durch Anpassung geboren. Die Sonne ist ihr Vater, der Mond ihre Mutter, der Wind trug sie in seinem Schoß, die Erde ist ihre Amme. Der Vater aller Vollkommenheit in der ganzen Welt ist hier. Seine Kraft ist vollständig, wenn sie in Erde umgewandelt wird. Trenne die Erde vom Feuer, das Feine vom Groben, sorgfältig, mit großem Einsatz. Er steigt von der Erde zum Himmel auf und steigt wieder zur Erde hinab und empfängt die Kraft der oberen und unteren Dinge. Durch dieses Mittel wirst du den Ruhm der ganzen Welt haben und so wird jede Dunkelheit von dir weichen. Seine Kraft steht über jeder Kraft, denn sie besiegt alles Feine und durchdringt alles Feste. So wurde die Welt erschaffen. Daraus entstehen und entstehen wunderbare Anpassungen, wobei die Mittel hier sind. Deshalb werde ich Hermes Trismegistus genannt, der die drei Teile der Philosophie der ganzen Welt besitzt. Was ich über die Wirkung der Sonne gesagt habe, ist vollbracht und beendet. Den Legenden nach werden die Hallen von Amenti als Unterwelt oder die Hallen der Götter betrachtet, durch die die Seele nach dem Tod zur Prüfung wandert. Dem gewöhnlichen Volk wird dies auf eine Weise präsentiert, aber in Wirklichkeit gibt es innere Portale, durch die jene, die ihr Leben auf der Erde beendet haben, zu anderen Universen, Planeten und Realitäten teleportieren. Die Wesenheiten oder Wächter, einschließlich des Anubis selbst, erleichtern einen sanften Übergang durch den Ankh oder das Symbol des ewigen Lebens. Der Ankh symbolisiert eine Welle, die sich durch den unendlichen Raum zieht, die Dunkelheit vom Licht trennt und eine evolutionäre Abfolge von verborgenen Ereignissen erschafft, das Tor zur energetischen Welt. Der Text endet mit den Worten: Wisset, dass die Zukunft niemals festgelegt ist, sondern dem freien Willen des Menschen folgt, während er sich durch die Bewegungen von Raum und Zeit zu einem Ziel bewegt, wo eine neue Zeit beginnt. Bevor wir zum nächsten Teil dieses Videos übergehen, möchte ich Sie zu einer Aktion einladen, die entscheidend für unsere gemeinsame Reise ist. Wenn Sie diesen Inhalt als wertvoll empfinden, ziehen Sie bitte in Erwägung, den Kanal zu abonnieren, dieses Video mit Freunden oder Familienmitgliedern zu teilen, die ebenfalls von diesen Informationen profitieren könnten, und hinterlassen Sie unten einen Kommentar mit Ihren Erfahrungen oder Fragen zur Realitätsprüfung. Ihre Interaktion ist entscheidend dafür, dass wir weiterhin Themen erkunden können, die Wahrnehmungen und Leben verändern. Zusätzlich habe ich eine besondere Gelegenheit für Sie, wenn Sie Ihr Verständnis und die praktische Anwendung der Konzepte, die wir diskutieren, weiter vertiefen möchten. Im ersten Kommentar dieses Videos finden Sie einen Link. Klicken Sie darauf, um Zugang zu exklusiven Ressourcen zu erhalten, die Ihr Verständnis darüber erweitern, wie die Realitätsprüfung als Brücke zu einem erfüllteren und realisierten Dasein dienen kann. Denken Sie daran, Wissen ist nur der Anfang. Die Anwendung dieses Wissens ist es, die unser Leben wirklich verändert. Verpassen Sie nicht diese Chance, Ihren Weg zur Selbsterkenntnis und persönlichen Ermächtigung zu vertiefen. Klicken Sie jetzt und beginnen Sie, Ihre Perspektive auf die Welt um Sie herum zu transformieren. Ich weiß, dass verborgen im Dunkel Ihre Seele existiert. Ein Funke der echten Flamme. Vereinen Sie sich mit dem größten aller Lichter und entdecken Sie an der Quelle das Ziel Ihrer Suche. Die menschliche Seele schreitet stetig voran, von keinem Stern aufgehalten, immer dem großen Ziel entgegen, sich im Lichte des Ganzen aufzulösen. Verstehen Sie, dass Sie immer vorwärts gehen, angetrieben vom Gesetz von Ursache und Wirkung, bis Sie letztlich mit ihm eins werden, ein mächtiger Geist des Lichts, der durch das Universum strahlt. Lassen Sie meine Flamme mehr mit Ihnen in Einklang kommen, heben Sie mein Feuer aus der Dunkelheit zu jenem Feuer, das mit dem Ganzen eins ist, erheben Sie meine Seele. Ihr, mächtige und kraftvolle Kinder des Lichts, lasst nicht nach. Zieht Kraft an, um sie in eurem Ofen zu verschmelzen, eins mit allem und alles in einem, das Feuer des Lebens, gespannt und verbunden mit dem Verstand. Die Zeit steht still, aber sie bewegen sich durch sie, während ihr Bewusstsein von einem Ereignis zum nächsten übergeht. Erinnern Sie sich, o Mensch, dass alles, was existiert, nur eine andere Form von dem ist, was nicht existiert. Alles Sein transformiert sich in anderes Sein, und auch Sie sind keine Ausnahme. Ihre Körper sind nichts weiter als Planeten, die um ihre Sonnen kreisen. Wenn Sie das Licht aller Weisheit erreicht haben, werden Sie frei sein, im Äther, in der tiefen Stille zu leuchten.
Doch zuerst müssen sie ausharren, bis sie frei von Verlangen sind, frei vom Verlangen zu sprechen. Im Schweigen, besiegt durch Stille die Fessel der Worte, enthalten sie sich des Essens, bis sie das Verlangen nach Nahrung überwunden haben, das die Gefangenschaft der Seele darstellt. Mächtig jenseits der Worte ist die Flamme des Kosmischen, aufgehängt in Ebenen, die dem Menschen unbekannt sind, mächtig und ausgewogen, sich in Ordnung bewegend, eine Musik der Harmonie weit jenseits des Menschlichen. Im Schweigen der materiellen Sinne liegt der Schlüssel zur Enthüllung der Weisheit. Der Sprechende weiß nicht, der Wissende spricht nicht. Das höchste Wissen ist unaussprechlich, denn es existiert als eine Entität auf Ebenen, die alle materiellen Worte oder Symbole transzendieren. Im gesamten Raum gibt es nur eine Weisheit, obwohl sie scheinbar geteilt ist, sie ist eins in der Einheit. Alles, was existiert, kommt aus dem Licht, und das Licht kommt aus dem Ganzen. Wenn der Mensch erneut das Meer erobert und in der Luft auf Flügeln wie die Vögel fliegt, wenn er lernt, den Blitz zu beherrschen, dann wird die Zeit des Krieges beginnen. Groß wird die Schlacht zwischen den Kräften sein, groß der Krieg der Dunkelheit und des Lichts. Die Tafeln sind mit Ringen aus Goldlegierung verbunden und von einem Hebel aufgehängt. Und die in ihnen enthaltene Weisheit ist die Grundlage unserer gesamten Existenz. An manchen Stellen wird das Bild von Tod mit dem Gesicht eines Pavians und dem Körper eines Menschen dargestellt oder ganz als Pavian. Das Bild mit dem Kopf eines Ibis ist ein Symbol der Weisheit. Und das Bild eines Pavians steht für die Evolution der menschlichen Experimentation. Der Mensch wurde im Kosmos geboren, Sohn der Sonne, Sohn der Sterne. Der Mensch ist aus dem Licht und das Licht ist aus dem Menschen. Hier wird das menschliche Experiment fortgesetzt. Der Mensch, in welcher Form auch immer er existiert, ist wie die Sterne. Die Körper des Menschen sind nichts anderes als Planeten, die um ihre Sonnen kreisen. Wenn sie das Licht aller Weisheit empfangen haben, werden sie frei sein, am Himmel zu leuchten. Einer der Sonnen, die die kosmische Dunkelheit erleuchten, geboren aus dem Kosmos und geschaffen im Licht. So wie mit der Zeit die Sterne ihren Glanz verlieren, wenn ihr Licht zur großen Quelle übergeht, so auch die menschliche Seele, die die Dunkelheit der Nacht hinter sich lässt. Sie sind nicht von der Erde, sondern ein Kind des unendlichen kosmischen Lichts. Das gesamte Kosmos ist geordnet. Nur durch Ordnung sind sie eins mit dem Ganzen. Ordnung und Ausgewogenheit sind die Gesetze des Kosmos, befolgen sie sie, und sie werden eins mit dem Ganzen sein. Wenn wir tiefer in die ägyptische Mythologie eintauchen, entdecken wir, dass Tod viele Jahre vor Christus über Ägypten herrschte. Er ist derjenige, der den Fluch des Sonnengottes Ra überwand, indem er Nut half, ihre 5 Kinder zur Welt zu bringen. Er unterstützt Isis beim Ritual, die Iren der Toten zu beschwören. Tod mit seiner Weisheit und Magie unterstützt Horus während eines göttlichen Kampfes mit seinem Onkel Set. Tod ist der Baumeister, der die Scheibe neben Horus macht, mit deren Macht er kämpfte und sich den Pyramiden näherte. Horus besiegte Set, der sich in einem Kerker versteckte, und die Götter gaben ganz Ägypten Horus. In den Legenden heißt es, dass Ra, bevor er die Erde verließ, Tod zusammenrief und ihm seinen Wunsch anvertraute, eine Seele des Lichts im Duat, im Land der Höhlen, zu erschaffen. Er autorisierte Tod, über seine Region zu herrschen, eine Liste von Bewohnern zu erstellen und gerechte Strafe zu verhängen. In der Mythologie repräsentiert Tod auch Ra im Jenseits, indem er am Urteil der Seelen in der Halle der doppelten Maat teilnimmt. Unsere Aufgabe ist es, die Smaragdtafeln zu bewahren, die uns umfangreiches Wissen und einen Vorteil geben, um die Menschheit zu führen, die dazu bestimmt ist, aufzusteigen. Die Tafeln drücken die göttliche Macht aus, die Buchstaben sind magisch. Es gibt Macht in ihrem Werk, das die verborgenen Reiche des menschlichen Wissens öffnet. Und dort in den Worten liegt bereits der verborgene Schlüssel, der die Geheimnisse des Himmels und der Erde entsperrt. Im geheimen Wort liegt in seinem Klang eine mächtige Kraft. Was ist der Mensch, wenn er sich selbst nicht kennt? Die Magie des Wissens und des Gesetzes liegt offen für die Aufmerksamen. Ein Mensch ist das, woran er glaubt. Als Bruder oder Kind des Lichts ist daher Wissen entscheidend und wird durch Lernen erworben. Beim Lesen der Tafeln spürt man, wie sie in Harmonie mit den Wellen schwingen und dem Leser lebendige Bilder einflößen, die Weisheit der ewigen Mysterien offenbaren. Über die Jahrhunderte blieb das Licht verborgen. Der Mensch lebt in Dunkelheit. Das Licht des großen Feuers bleibt ihm verborgen. Alle Symbole und Worte sind Portale und Werkzeuge,
die zu den verborgenen Ursprüngen unserer Welt führen. Erkennen wir, dass alle Schlüssel materielle Manifestationen eines größeren Prinzips sind, beginnen wir, die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind. Jede Galaxie, jedes Universum oder jede Realität hat eine eigene Struktur und folgt spezifischen Gesetzen. Das Gesetz, das die Bewegung der Planeten regelt, ist untrennbar mit dem Gesetz verbunden, das unsere materielle Struktur bestimmt. Das war eines der Hauptziele der Mysterienschulen oder mancher Geheimgesellschaften. Diese Gesetze und Prinzipien, die die spirituelle und materielle Welt verbinden, zu enthüllen und weiterzugeben. Der denkende Mensch ist die Brücke zwischen beiden, denn das Bewusstsein existiert sowohl materiell als auch spirituell auf der Messerklinge dazwischen. Das Hauptziel von Geheime Ursprünge ist es, dass alle Zuschauer weiterlernen. Vor allem sollen sie ihre Gedanken öffnen und bewusste Gedanken erschaffen, denn bewusste Gedanken erschaffen bewusste Realitäten. Es gibt viel Weisheit in den Worten von Tod, die wir bald mitteilen werden, und Sie müssen verstehen, dass dies nicht in nur einer Folge vermittelt werden kann. Hören Sie also wiederholt zu und streben Sie danach, immer mehr zu verstehen. Die Tore in Ihnen selbst öffnen sich, um Ihre Intuition und Neugier zu wecken und das, was Sie tief im Inneren bereits wissen, damit Sie beginnen, mehr zu lesen und Ihr eigenes Bewusstsein zu erweitern. Wenn Sie Ihr Bewusstsein erweitern, erweitern Sie auch das kollektive Bewusstsein. Wissen Sie, dass immer und überall im Kosmos ein ewiges und unendliches Bewusstsein vorhanden ist. Obwohl es oberflächlich verborgen ist, existiert es dennoch. Der Schlüssel zu höheren Welten liegt in Ihnen und kann nur innerlich gefunden werden. Öffnen Sie die Tore in sich selbst und Sie werden ein wahres Leben führen. Sie dachten, Sie würden leben, aber jetzt wissen Sie, dass Ihr bisheriges Leben nur zum Tod führte. Denn wenn Sie an Ihren Körper gebunden sind, gibt es kein wahres Leben für Sie. Nur eine Seele, die Freiheit von der materiellen Welt gefunden hat, besitzt das wahre Leben. Alles andere sind nur Fesseln, von denen Sie sich befreien müssen. Denken Sie nicht, dass der Mensch für das Irdische bestimmt ist, obwohl er auf der Erde geboren wurde. Er ist im Wesentlichen ein Geist des Lichts. Aber ohne das wahre Wissen wird er diese Freiheit niemals finden. Jetzt werden wir einige Erklärungen diskutieren, um es Ihnen klarer zu machen. Tod verlässt seinen eigenen Körper unter der Blume des Lebens, auch bekannt als die Blume des Lichts, und kann immer dann in sie eintreten, wenn er möchte, indem er sein Bewusstsein in andere Körper sendet und so als Mensch wiedergeboren werden kann. Er erreichte einen extrem hohen Entwicklungsstand und konnte diese Dinge leicht tun. Als ägyptischer Gott wird Tod üblicherweise mit dem Kopf eines Ibis dargestellt, dessen Schnabel einer Neumondsichel ähnelt, darüber eine wachsende Mondsichel, ein Symbol der Weisheit. Tod wurde von den alten Ägyptern als Schöpfer der Schrift verehrt und besaß eine umfangreiche Bibliothek von Manuskripten. Hier sind einige der Namen, mit denen er gerufen wurde. Der, der den Himmel, die Sterne und die Erde zählte. Der Zähler von Zeiten und Jahreszeiten. Der Meister des göttlichen Körpers. Die Stimme von Ra, das alte ägyptische Licht. Die Ordnung alles menschlichen und göttlichen Wissens. Der Vollender alles Verborgenen unter dem Firmament. Viele Jahre später taten die Menschen des antiken Griechenlands dasselbe und nannten ihn Hermes, den Gott der Weisheit, mit dem Titel Trismegistos, was dreifach groß bedeutet. Im Laufe der Jahrhunderte verehrten ihn alle alten Völker als Hermes Trismegistos, Synonym für die Quelle der Weisheit. Er gründete die Astrologie und die Alchemie und lehrte die mentale Transmutation. Die Lehren des Hermetismus, die nicht an das Schicksal in einem Gott gebunden sind, sondern in allen Religionen und spirituellen Lehren präsent sind, stammen aus seinen Lehren. Das Wissen, das Tod und später Hermes uns gaben, muss noch von den neuesten Technologien und Wissenschaftlern entdeckt werden. Sie haben die Struktur unseres Universums in ihrem heiligen Wissen verborgen. Wir können es alle verstehen und in unserem Leben anwenden. Es wird immer Dinge geben, die verborgen bleiben. Aber für die wenigen Auserwählten werden sie offenbart, und das ist Teil der Mission des unsterblichen Geistes. Befreien Sie sich durch Wissen, verwandeln Sie sich durch Wahrnehmung. Zum Abschluss dieses Videos möchten wir Sie ermutigen, das Geheimnis und die Magie des Wissens nicht als ferne, unerreichbare Träume zu betrachten, sondern als lebendige, pulsierende Wahrheiten, die darauf warten, von Ihnen entdeckt zu werden. Jeder Schritt, den Sie auf dem Weg des Lernens nehmen,
Jeder Gedanke, den sie hinterfragen und jede Intuition, die sie erforschen, bringt sie näher an die universelle Weisheit, die Tod und Hermes so meisterhaft beherrscht haben. Diese Weisheiten sind nicht nur Relikte der Vergangenheit, sondern leuchtende Leitsterne, die den Weg in eine bewusstere und erfülltere Zukunft weisen. Ihre Reise endet nicht hier. Jedes Mal, wenn Sie dieses Video erneut anschauen, werden Sie neue Schichten und Einsichten entdecken. Und denken Sie daran, wahres Verständnis kommt nicht nur durch Zuhören, sondern durch das Handeln auf dem erlangten Wissen. Lassen Sie es Ihr inneres und äußeres Leben transformieren. Bitte zögern Sie nicht, Ihre Gedanken und Erkenntnisse in den Kommentaren zu teilen. Wie hat dieses Video Ihre Sicht auf die alte Weisheit verändert? Gibt es spezifische Themen oder Mysterien, die Sie tiefer erforschen möchten? Ihr Feedback ist nicht nur willkommen, sondern auch entscheidend, um diese Diskussion lebendig und relevant zu halten. Vergessen Sie nicht, dieses Video zu bewerten, zu kommentieren und zu teilen, damit mehr Suchende auf diese faszinierenden Lehren stoßen können. Je mehr wir teilen, desto stärker wächst unser kollektives Bewusstsein. Abonnieren Sie unseren Kanal für mehr Einsichten und bleiben Sie auf dem Laufenden über die Geheimnisse des Kosmos. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie neugierig und inspiriert.